Hörbare Heimaten. Hörbare Heimaten. Es wird keine Frau im Konservatorium angestellt. Madame Schumann darf ich hier wohl als Mann rechnen. Ein Zitat des Schweizer Komponisten Joachim Raff, Gründungsdirektor des 1878 eröffneten Hochschen Konservatoriums in Frankfurt am Main, über die erste Klavierprofessorin in Deutschland, Clara Schumann. Eine Frau in solch exponierter Position gilt lange als absolute Ausnahme. Frauen in Führungspositionen brauchen Qualitäten, die nicht im Lebenslauf nachzulesen sind. Doch wie gelingt es, angesichts unzähliger Stereotypen selbstbewusst Führungsqualitäten zu entwickeln? Geschlechtsspezifische Aspekte prägen das Miteinander in Familien, von Kitas bis zu Hochschulen, von kleinen Betrieben bis hin zu Weltkonzernen. Themen mit vernehmbarem Crescendo. Wo kommt es gerade her? Ich hatte immer gedacht, wir seien schon weiter. Gerhild Romberger, renommierte Lied-, Konzert- und Oratoriensängerin in der Stimmlage Mezzosopran und Alt, Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik Detmold und Dekanin. Unserem Rektor ist es ja immer ganz wichtig, dass auch Frauen in den Leitungsrollen mit drin sind. Und wir sind jetzt zu zweit. Also es gibt eine Prorektorin. Und seit April 20 bin ich jetzt Dekanin. Und das ist jetzt wirklich, wirklich neu. Und ihm ist das immer sehr wichtig. Und ich glaube, dass das spürt man auch so, der ganze Umgang so miteinander. Also ich glaube, da haben wir schon einen sehr positiven Einfluss. Es gibt selbst in Berufungsverfahren oder Stellenbesetzungsverfahren, wo man wirklich den festen Willen hat, jetzt mal doch bisschen was für die Geschlechtergerechtigkeit, für den Ausgleich der Geschlechter auch zahlenmäßig zu tun, gibt es immer wieder Verfahren, wo wir Schiffbruch erleiden, weil es gar keine ausreichende Anzahl an Bewerbungen von qualifizierten Frauen gibt. Rektor der Hochschule für Musik Detmold, Thomas Grosse. Das ist ein Problem, das muss man aktiv angehen. Wenn man das einfach nur hinnimmt und alibimäßig sagt, wir hätten ja eine Frau berufen, aber es war keine darunter, dann ist das eigentlich zu wenig. Und das ist, wenn man über Professorinnenprogramme und Gleichstellungskonzeption und so weiter spricht, das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen mehr Energie, aber wir brauchen auch mehr Know-how, wie wir wirklich qualifizierte Frauen überhaupt in eine Bewerbung hineinbekommen hier. Ich beobachte das fast umgekehrt. Heike Arnold-Joppich, Professorin für elementare Musikpädagogik. Ähnlich ist es, glaube ich, auch in den Kitas mit den Erziehern, dass wenn dann Männer in diesen Beruf kommen, dass sie dann eher ein bisschen gepusht werden, weil sie als etwas Besonderes angesehen werden. Das habe ich umgekehrt eben auch beobachtet. Fragen der Gleichstellung sind weder auf einen Nenner zu bringen noch zu bündeln. Es gilt jeweils zu berücksichtigen, wo ein Mensch auf die Welt kommt. Seit 1919 haben Frauen in Deutschland das Wahlrecht, in der Schweiz seit 1971. Seit 2018 wird Frauen in Saudi-Arabien zugestanden, eigenständig Auto zu fahren. Seit 2015 gibt es in Deutschland das Führungspositionengesetz. In der 2021 überarbeiteten Fassung heißt es in den wichtigsten Regelungsinhalten für Unternehmen der Privatwirtschaft: Unternehmen müssen in Zukunft begründen, warum sie sich das Ziel setzen, keine Frauen in den Vorstand zu berufen. Unternehmen, die keine Zielgröße melden oder keine Begründung für die Zielgröße 0 angeben, werden künftig effektiver sanktioniert. Und im öffentlichen Dienst des Bundes? Der Bund setzt sich auch das Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen im Geltungsbereich des Bundesgleichstellungsgesetzes bis Ende 2025 zu erreichen. Verschiedenartige Kulturen prägen das gesellschaftliche Miteinander und neben Vorgaben und Gesetzen wirken alltäglich beachtenswerte Nuancen wegweisend. Ich erachte es als wichtig, dass sich alle wiederfinden in der Sprache, dass sich alle angesprochen fühlen und identifizieren können. Also wenn ich beispielsweise nur männlich sprechen würde, nur von Lehrern und Ärzten und Musikpädagogen und so weiter, da bin ich relativ sicher, dass man sich als Mädchen, als Kind nicht angesprochen fühlt. So war es jedenfalls bei mir als Kind und ich habe das auch schon sehr, sehr häufig gehört.
ich bin so groß geworden, für mich sind alle Menschen gleich, ich respektiere alle Menschen, egal welcher, und deswegen ist es für mich so kein Thema. Und ich tue mich zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer. Ich habe auch Germanistik studiert und durch mein Sängerinnen-Dasein und die Beschäftigung mit Gedichten und mit überhaupt mit Sprache finde ich es ein bisschen immer als Vergewaltigung der Sprache. Ja, ein Punkt ist der, dass ich eigentlich schon immer versucht habe, männliche und weibliche Sprache zu verwenden. Das aber bei meinen Studierenden jahrelang mich hier an der Hochschule nicht getraut habe einzufordern und zwar immer wieder betont habe, warum ich das wichtig finde, aber als quasi Fachdidaktikprofessorin diesen Aspekt dann am Ende nicht so stark eingefordert habe, wie ich andere Inhalte einfordern würde. Und es ist ganz interessant, seit es eben diese Gleichstellungskommission gibt, hier an unserer Hochschule, andere Flyer, Materialien, auch Veranstaltungen, sind es jetzt plötzlich die Studierenden ihrerseits, die das einfordern. Und jetzt ist es auf einem anderen Wege zurückgekommen und das freut mich natürlich total, wenn es von den Studierenden kommt und plötzlich ist es selbstverständlich hier an der Hochschule. Natürlich ist Sprache wichtig, gar keine Frage, weil Sprache letztendlich auch Musik ist, ne? Also das ist ja auch was, was für uns, glaube ich, ganz gerade im Musiktheater spielt Sprache natürlich eine unglaubliche Rolle. Seit 2015 hat Florian Ludwig die Professur für Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik Detmold inne. Leitet den Oratorienchor Detmold sowie das Hochschulorchester. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass wir uns immer klar machen, was wir in der Kindheit machen. Also es hängt unglaublich viel an der Erziehung. Rollenbilder legen sich einfach in so vielen Dingen fest, aber in der Erziehung am allermeisten. Feins Liebchen, feins Liebchen, feins Liebchen, feins Liebchen. Für die pädagogischen Tätigkeiten finde ich es sehr wichtig, dass sich alle Geschlechtertypen auch wiederfinden und natürlich auch, was Vorbilder angeht. Also ich denke, dass alle Geschlechtertypen auch künstlerische Vorbilder und künstlerisch-pädagogische Vorbilder brauchen. Klar, es wäre natürlich wunderbar, wenn es jetzt auch in der Musikwelt mehr Intendantinnen gäbe und so, ne? Das sind alle natürlich diese ganzen Posten, ne? Ich glaube, dass es heute immer noch weniger Frauen gibt, die das wollen, die diese Posten einnehmen wollen. Oder vielleicht gibt es auch immer noch welche, die sich nicht trauen, natürlich. Feins Liebchen, willst du mein eigen sein, so kaufe ich dir ein paar Schülerscheine. Glücklicherweise ist das inzwischen Thema in der elementaren Musikpädagogik und es hat lang genug gedauert. Also da muss ich auch mich an die eigene Nase fassen, tatsächlich zu schauen, inwieweit transportieren Liedtexte irgendwelche rassistischen Inhalte oder Inhalte, die eben gendermäßig kritisch zu betrachten sind und so weiter. Das ist inzwischen ein sehr, sehr großes Thema und ist auch, glaube ich, noch nicht zu Ende diskutiert. Also erfreulicherweise sind wir da auf einem Weg. Wie könnte sie denn unser eigen sein? Eigen sein. Ich bin kein armes Mädchen. Es gilt, sich zu positionieren, umringt von Vorbildern und Idealvorstellungen, inmitten diverser Verhaltensmuster. Autokratisch, demokratisch, laissez-faire, einen individuellen Führungsstil auszuloten. Also nicht nur das Geschlecht spielt ja eine Rolle, sondern die unterschiedlichen Persönlichkeiten spielen ohnehin eine Rolle. Also Menschen, die eher genauer arbeiten, werden das vielleicht stärker vermitteln als Menschen, die vielleicht lieber vielseitig arbeiten, zum Beispiel temperamentvolle Menschen unterrichten anders. Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Führungsstile, die nicht geschlechtlich verankert sind. Und es gibt viele Führungsstile, die Männern und Frauen zugeschrieben werden, aber man kann sie bei beiden Geschlechtern vorfinden. Ich finde eben auch, es kann durchaus eben Dirigenten und Dirigentinnen geben, die eben nicht autoritär oder nicht pur autoritär funktionieren und die trotzdem über eine Kompetenz eine Autorität gewinnen. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Und das ist halt ein Beruf, in dem Autorität eine gewisse Rolle spielt. Es ist natürlich immer noch in unserer Welt so, dass Mädchen leider nicht in diese Richtung erzogen werden. Es ist wirklich überraschend, wie schwer es manchmal ist, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, gerade wenn es zum Beispiel um Stellenbesetzungsverfahren geht. Und
Es gibt tatsächlich ganz viele Problemlagen, die irgendwo, ich sag mal, so tief in der Gesellschaft verankert sind, dass man durch ein ganz gutes und ausgeklügeltes Verfahren in einer Hochschule allein trotzdem dieses gesellschaftliche Umfeld nicht komplett ausblenden kann. Das ist für mich eigentlich auch wichtig, dass wir alle Menschen gleich sind. Aber jetzt so in Bezug auf die Musik ist natürlich die Kompetenz einfach das Ausschlaggebende. Was ich immer ganz wichtig finde, dass man immer man selbst bleibt, dass man jetzt nicht, wenn man so eine Rolle als Chefin hat, meint, sich Attitüden anzueignen, die man meint, dass ein Mann die hat, sondern dass wir als Frauen vielleicht auch ganz unsere besonderen Stärken haben und das mit einbringen. Oder ich glaube, für mich ist wichtig einfach immer, also ich versuche das, glaube ich, authentisch zu sein. Und bin ich's gerade mal nicht, versuche ich's einfach umso mehr. Das sah so einfach aus, doch ich find's ganz schön schwer. Ich bin ja da nicht der Meinung, dass wir da so zwischen Frauen und Männern trennen sollten. Es gibt eben auch weiblichere Männer und männlichere Frauen. Und also wir sollten uns hüten davor, diese Trennung, die wir ja gerade versuchen zu überwinden, auf diese Weise dann wieder zu zementieren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, dass es einen weiblichen Klang gibt. Es gibt eine weibliche Seite des Klanges und eine männliche Seite des Klanges, aber das heißt nicht, dass Dirigentinnen immer die weibliche Seite des Klanges bedienen. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir, gerade wenn es auch darum geht, bei den Stellenbesetzungen an unserer Hochschule mehr Geschlechtergerechtigkeit hinzubekommen, dass wir viel offensiver im Vorfeld gucken, was muss eigentlich auch passieren. Nur wenn wir da eine Ausgeglichenheit haben, können wir auf Dauer auch eine echte Parität zwischen den Geschlechtern an der Hochschule herstellen.